Herzlich willkommen zurück zu Mario und Rabbids Kindred Battle und wir sind in der Gruselwelt, Gruselwelt. Und wir machen weiter mit der ersten ultra schweren Mission. Besiege alle Gegner. Komm, hier können wir mal Peach benutzen. Okay, obwohl wir haben nur einen Zug. Nee, dann machen wir es doch ein bisschen anders. Dann nutzen wir doch die hier. Oh, die Gegner dürfen als erstes ziehen. Oh, shit. This is not good. Not good. Obwohl es einfach ist. Also, come on, die Gegner sind eigentlich gar nichts. Oh! Oh! Ja gut, ich sagte gar nichts und ich muss hoffen, ich muss also auf Glück hoffen. Hä, aber wie funktioniert das dann? Hä? Wait, das geht ja gar nicht mal, wenn er... Hä? Also wenn wir jetzt zu 100% immer getroffen werden. Brauchen wir irgendjemanden, der Stoß vielleicht am besten hat oder so. Oder wir machen es auch ganz einfach, Pussy-like. Einfach mit Kanonen bewagen, ganz einfach. Anders würde mir jetzt halt nichts einfallen. Ja, das würde mir einfach nichts anderes einfallen. Und bitte sag, ich habe Luigi eine andere Waffe gegeben, bitte. Wenn nicht, dann kotze ich im Strahl, weil ich habe keinen Bock, das schon wieder zu sehen. Das ist wahrscheinlich sogar so programmiert zum Spiel, dass man auf jeden Fall mal eingeklebt wird. Muss ja. Obwohl, es ist ja scheißegal bei Luigi. Wir nehmen ja eh die Bombe. Ich könnte jetzt völlig verrückt sein. Ich könnte jetzt der völlig verrückte Typ aller Zeiten werden. Und das bin ich. Die nächste Frage ist, was jetzt? Ich habe keine Ahnung, diese Mission ist schon wieder so triggern. Nee, mit den Waffen können wir nichts machen. Ich hätte jetzt eine richtig dumme Idee. Wie oft gesagt, wenn ich mal sagen darf. Und zwar... Ja.
Warte mal, wir haben Yashi, oder? Ja. Tinte, scheiße, er hat nur Tinte. Und zwar uns selber mit Feuer zu beschießen. Dass wir freikommen. Ich weiß, richtig dämliche Idee. Aber das wäre für mich jetzt die einzigste Möglichkeit. Weil sonst würde ich keinen anderen Weg jetzt finden. Aber wenn die frei sind, kommen wir überall hin und Mario kann einfach wegbouncen. Klar, es kann sein, dass wir komplett am Arsch sind, weil vielleicht alle verbrennen, aber das müssen wir halt eingehen, das Risiko. Ich wusste gar nicht mal, dass so viel Damage die machen. Die nehmen auch immer denselben Weg, das sieht man. Deine Chance ist gekommen. Uns alle wegzublasen. Wegzupusten. Hä? Sympathisch. Ich finde, unfaire geht's nicht. Na gut. Kein Plan. Ich habe schon wieder keinen Plan. Ja, müssen wir schon wieder mit diesem Team antreten. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich habe dieses Team irgendwie doch lieb genommen. Bung. Okay, das wird langsam langweilig. Und sonst hätte ich wirklich keine Idee mehr. War dieser Mist. Nee, ist ja scheißegal. Wenn wir den umbringen, verlieren wir nicht den Honig. Ist ja egal. Ist ja sowas von egal. Was machen wir denn da jetzt? Versuchen wir es einfach. Andere Möglichkeit finde ich nicht. Weil wir one-shotten den Hopster auf jeden Fall, wenn wir zwei Schüsse haben. Den treffen wir gar nicht mal, oder? Wir dürfen nicht mal Was? Die dürfen nicht mal angreifen? What the f... Wir brauchen Granaten. Wir brauchen Granaten.
Sonst habe ich wirklich schon wieder keine Ahnung. Das ist das, was ist das denn jetzt schon wieder? Und wir dürfen uns diese Scheiße schon wieder reinhauen. Aber die, dass die sich nicht mal bewegen dürfen, das ist doch ein bisschen lame. Und dass wir uns nicht mal mit Feuer freibomben können mit 100% Superchance, ist auch ein bisschen lächerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab einen Plan, das wird eh wieder scheitern, weil ich das schon verkackt habe. Dann schaue ich aber nach. Ich hab wirklich keine Ahnung, wie das hier so funktionieren soll. Dass die Gegner nicht mal angreifen können, ist erstens nochmal sehr unfair. Meiner Meinung. Nee. Ich hasse diese Scheißaufgabe. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen muss. Letzter Versuch, dann schaue ich einfach mal nach. Aber das Gefühl, das wird sehr lang dauern hier. Aber was soll man machen? Weil Mario ist komplett überflüssig. Mit seinem Magnettanz erreicht er niemanden. Und er kann uns auch nicht mal freiboxen. Erstmal das. Ja, nehmen wir die Luigis mit. Diese verfluchte Animation regt mich auf. Ist schade, dass man das nicht skippen kann. Obwohl ich denke, dass vielleicht wirklich Raketen die Lösung sind. Ja, es könnte sogar wirklich sein. Also, hell in sich ist das scheißegal. Anscheinend zählt es ja eh nicht. Also, hey. Jetzt kriegen die Feuer. Verstehe ich. Okay, sorry Leute. Ich schau nach, ich hab keinen Bock mehr. Ich mag diese Mission nicht. Wir sehen uns bis gleich, Leute. Und wenn das jetzt irgendwas mit Raketenwerfer zu tun hat, dann... Und ja, egal. Bis gleich, Leute. Ich mag diese Mission nicht und ich wäre in 100 Jahren nie raufgekommen, was man zu machen muss. Ich bin wirklich froh, dass ich gegoogelt habe. Denn was man machen muss, das ist schon lächerlich. Ziemlich lächerlich. Und zwar nochmal die Waffe von Mario zu... Lächerlich. Lächerlich. Und zwar zeige ich euch gleich, man braucht auf jeden Fall die Waffe und den Grobian aus der Wüstenlandschaft. Also so B-Grobian. Weil die ja Sprung haben. Aber ich dachte ja, ich könnte mich auch mit Feuer selber frei bomben. Ja,
Nein, sowas funktioniert doch nicht. Sowas machen wir nicht. Das ist ja Cheating. Aber sowas funktioniert. Verstehe ich nicht, verstehe ich. Ubisoft. Verwechselt immer noch, aber hey. Verstehe ich, Ubisoft. Verstehe ich. Ich finde es einfach nur ein bisschen lächerlich, aber naja, was sollen wir machen? Bam, 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 bam. Ich liebe dieses Match gar nicht mehr. Schon lächerlich, ganz ehrlich, sehr lächerlich. Jo, also wir geben Rabbit Mario mal eine super Chance für 100%. Dann hau ich hier den Hammer rauf und dann seid ihr alle tot. Mann, oh Mann, also ich wäre da wirklich nie raufgekommen. Ich will auch nur mal ganz kurz fragen, wie kommt man darauf? Wie? Also ich werde niemals in 100 Leben raufgekommen, dass man sowas machen muss. Ich meine es wirklich. Wow. Eine klebrige Konstellation, ja. 650 Münzen. Spiel, das tröstet mich eigentlich auch nicht mehr, aber wenn ihr meint, Geld ist immer gut. Naja. In Real Life ist Geld gut. Im Spiel. Wir brauchen ein Spiel, Geld. Ich bin noch durch, ich hab das 100% durch. Sogar schon dreimal. Und wo geht's denn weiter? Hier? Oh nein, dieses Battlefield. Was für eine Mission? Erreich das Ziel? Besiege alle Gegner? Besiege alle Zwischenbosse? Eskortiere. Willst du mich verarschen? Wir müssen auf Angriff gehen. Sonst irgendwie keine Chance sehe ich da. Und das soll noch in den Part passen, oh Gott. Ich komme endlich mal ran. Also Mario, was hast du denn für einen scheiß Laufradius? Der ist ja niedriger als alles. Mario hat erstmal da hinten ein bisschen Beschäftigung. Viel Spaß. Dann kriegen wir diese Dudes hier hinten schon mal tot. Aber 28 Gegner? Alter, was ist das? Du willst mich jetzt nicht verarschen, oder? Und dass er nicht tot ist, ist schon Verarsche. Wo ist Luigi? Keine Ahnung, was ich mit Luigi habe, aber irgendwie ist er in jeder Mission fast notwendig. Haben die Macher das extra so gemacht, dass Luigi gut ist?
Und mit Mario komme ich dann in die Röhre. Mit Peach komme ich in die Röhre. Okay, Peach ist ja nicht mehr da. Aber, ja. Ja. Ich weiß nicht, was los ist, aber Luigi, du, heute ist dein Auftritt. Let's go, Luigi. I'm a winner. Verarsche pur. Verarsche pur. Ich lock mir alle Grobianer an. Was da vorne regelt, hat Mario. Den Rest habe ich keine Ahnung. Die Grobianer müssen sterben. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Holy Scheiße, shit, was hat Luigi für eine Range? Bist du ein Monster, Luigi? Meine Frage ist, soll ich Luigi vielleicht erstmal doch unterlassen noch? Obwohl, wir können den einen da oben besiegen. Das ist schon mal eigentlich sehr gut. Dann können wir mit Luigi oben snipern. Ja, und den müsste ich besiegen. Komm. Danke. Mein Glück ist mal ein bisschen auf meiner Seite. Ja, aber dass die jetzt dahin zu mir gehen, ist natürlich auch erstmal die Frage. Aber wenn ja, aktiviere es einfach mal. Einfach nur Luck. Ja, okay, dass er mich trifft oder ihn trifft. Wow. Wow, das ist einfach nur Luck gerade. Aber so viele Gegner, wirklich? Schade, ich dachte, ich komme da schön rein. Aber die bombe ich von hinten weg. Das will ich. Hopster können nicht dashen, das ist schon mal eigentlich sehr gut. Boah, wenn ich den abwischen würde. Alter. Das ist so OP. Wir können natürlich auch unseren Sniper auf die andere Seite setzen. Das wäre einfach mit Luigi mal hin und her gehen. Der hat einen guten Radius. Laufradius. Dann müsste er sogar. Ja, der schafft das sogar locker. Die Frage ist: Bewegen sich die Gegner jetzt nochmal nach dem Zug? Also die neuen, die jetzt kommen? Das ist erstmal gerade die Frage. Wenn ja, würde ich halt jetzt die Helden sich anmachen, aber wenn nicht, verkacke ich halt. Deswegen lassen wir es mal sein. Aber ich denke zwar schon. Ja, das wäre besser gewesen. Nein, nicht Honig! Nicht Scheißsprung!
Warte mal, warum ist da eine Valkyrie? Oh nee, da sind noch Valkyren gespawnt. Mhm. Heiler und Ziggis. Wow. Mir fällt gerade auf, wir haben keinen Heiler für Luigi. Oh oh. Nein! Scheiß Controller! Das regt mich auf. Mann. Und soll ja, dass ich rumgrülle gerade. Die müssten aber sterben. Nee, einfach nicht. Einfach nein. Sympathisch. Sympathischer geht's nicht. Mal tot, das ist schon mal gut. Der stirbt. Der Heiler ist ganz wichtig. Der Heiler. Ich dachte jetzt schon, das wäre unfair. Ja, ihr könnt alle gerne auf ihn gehen. Auf ihn könnt ihr alle gehen. Weil der wird sich gleich heilen. Hoffentlich. Wenn nicht, das wäre schon übel. Das wäre übel. Nein. Ach komm, wenn er jetzt stirbt, darf ich neu machen. Wir haben eine scheiß fucking Stunde her. Mein Herz rast. Mein Herz. Es hält nicht mehr aus. Es hält gleich nicht mehr aus. Mein Herz hat überlebt. LKW. Besser nimmt Mario die Schüsse auf sich als irgendein anderer. Frage, hat irgendjemand noch eine aufgeladene Scheiße? Nein? Okay. Die Sache ist jetzt, wenn ich jetzt nicht so 100% oder... Das sieht übel aus. Wir müssen versuchen jetzt... Wir brauchen Glück. Wir brauchen sowas von Glück. Bitte steh mir bei, Glück. Ich habe kein Glück. Das ist natürlich Obermist. Obermist. Mario Time. Darf ich Luigi hier hinstellen? Darf ich den armen Luigi? Ja gut, ich sag nix so richtig, also Luigi kann auch jemanden wegschotten.
Jetzt entscheidet der Zufall, ob El Calavera schnell stirbt, obwohl durch Mario und Powerkraft-Paket könnte es schon gehen. Aber Luigi wird sterben. Luigi kann sterben. Aber es wird Mario, Alter, alle meine... Ich hätte einen Heiler mitnehmen sollen. Ich hätte einfach einen Heiler mitnehmen sollen. Wie viele Runden haben wir? Okay, das sind die restlichen Gegner. Ziggy, Ziggy. Ziggy, Ziggy und wahrscheinlich Ziggis. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss jetzt auf Kraftpaket gehen. Luigi könnte ihn noch wegschotten. Irgendwie. Nur ich brauche jetzt einen scheiß Crit. Gib mir einen verfluchten Crit. Ich liebe dich gehen. Okay, ja. Oh mein Gott, ich kann mich noch... Ich kann mich heilen an den. Ich kann mich heilen. Hä? Wieso 0% Chance? What the fuck? Scheiß drauf, solange ich mich heilen kann, ist alles okay. Ich schaffe es noch. Alter, wie schaffe ich das? Damit der Schaden auf alle vielleicht reduziert wird. Bleibt Mario auch hier. Ich meine, die werden das noch nicht alle jetzt auf einen gehen. Und wenn, ich glaube, das schaffen wir schon irgendwie an alle. Es mag zwar viel Schaden aussehen, 70 sind schon viel. Aber wenn ich jetzt, aber wenn die nicht mal dashen, es wird schon, es wird schon. Oh mein Gott, diese Mission hat mich schon wieder einfach fast tops genommen. Ja, ich muss aber mal schauen. Sonst muss ich halt mit Rabbit Mario irgendwie das machen. Okay, also die Mission habe ich doch überstanden. Ich dachte, die ist viel schlimmer, als ich dachte. Naja, wir hatten auch Glück, dass Rabbit Mario das irgendwie noch überlebt hatte. Mal ganz ehrlich gesagt. Oh mein Gott, wir hatten einfach Glück in Unglück. Ich will schon gar nicht wissen, wenn die Mission schon so brenzlig hier wird, was es in der vierten Welt wird. Alter. Oh mein Gott, ich habe richtig Angst. Ich habe Angst vor der dritten, letzten Welt. Naja Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wer noch nicht abonniert hat, kann gerne abonnieren und wir sehen uns dann im letzten Part Mario und Rabbids in der Lava-Welt. Weil es gibt kein Content mehr. Es gibt nichts mehr, was ich zeigen könnte. Wir haben die DLCs gemacht. Wir haben die größten.
das Hauptgame durch. Alles. Das heißt, die letzten paar Missionen, die letzten zwei Ultra kommen nächsten Part. Bis dann und ciao, ciao.